Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Spezialorakel, wenn wir mal wieder die Neumond-Vollmond-Zeit uns betrachten in puncto Liebe, in der lieben Liebe. Und dafür ist es egal, ob du jetzt gerade in einer schwierigen Konstellation bist oder Single bist in dem Sinne, also Single bist du ja so oder so, aber in einer schwierigen Konstellation, aber wenn du auch niemanden jetzt im Herzen hast, im Kopf hast, dann schau mal, was die Karten dir dann sagen möchten. Und zwar schauen wir heute ganz speziell, heute ist nämlich der Neumond im Wassermann, heute am 1.2., also wenn du es heute das Orakel direkt schaust. Und wir schauen natürlich wieder bis zum Vollmond und der ist am 16.2. im Zeichen des Löwen. Also für diese zwei Wochen schauen wir uns die allgemeinen Energien an. Dafür habe ich wie immer drei Stapel gemacht, den ersten, zweiten, dritten Stapel, Stapel links, Mitte rechts. Entscheid ganz intuitiv aus dem Bauch heraus, welcher Stapel deiner sein darf. Manchmal ist es auch so, dass man das Gefühl hat, man braucht auch zwei oder drei Stapel. Dann nimm sie dir auch und schau die Botschaften an. Sie wollen dir mit Sicherheit auch etwas aufzeigen. Wir schauen in die allgemeinen Überschriften der Stapel und dann schauen wir uns an, was für Themen noch anstehen und wie sich das alles auch entwickeln darf in der lieben Liebe. Ne? Für diese zwei Wochen, wie gesagt. Ihr wisst trotzdem, ihr Lieben, es ist ein allgemeines Orakel, es kann passen, muss aber nicht. Ich denke mal, so ein bisschen was rausnehmen kann man sich immer. Ansonsten freue ich mich über private Buchungen. Unterm Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, sowie auch in den Kanalinfos. Und dann schauen wir ganz individuell auf eure persönliche Liebessituation oder natürlich auch zu anderen Themen. Ne? Okay, jetzt begrüße ich aber erstmal meine ganz, ganz treuen Fans hier, die immer so gerne diese Stapellegung von Vollmond zum Neumond, Neumond zum Vollmond schauen und immer mit dabei sind. Ich finde das mega, dass ihr mir da so die Treue hält und ja, das ist wieder, jetzt habe ich da Held und Halte, das habe ich schon letztes Mal gehabt, dieses Thema, aber gut, ich muss es natürlich wieder mal sagen. Aber ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich, dass ihr weiterhin auch positiv gestimmt seid und ja, immer ganz gespannt seid, was für Botschaften dahinter stecken. Vielen Dank dafür, weil sonst müsste ich das Orakel gar nicht machen, wenn es nicht gesehen und geschaut werden würde. Und alle, die heute neu auf meinem Kanal sind, ihr seid mir auch ganz herzlich gegrüßt und ja, wir schauen immer in diese zwei Wochen, in diese Energien, heute wie gesagt vom 1.2. bis zum 16.2.2022, vom Neumond im Wassermann bis hin zum Vollmond im Löwen. Und ja, vielleicht kannst du dir nochmal die Playlist auch anschauen und lässt dich da ein bisschen ja, animieren, motivieren, dass dir vielleicht irgendwas gefällt, wenn du dir andere Videos anschaust. Bei mir gibt es Tagesbotschaften, Wochenorakel samstags und ja, vielleicht darf ich dich auch begrüßen in unserer Community und ja, wenn du ein kostenloses Abo hinterlässt und dann auch noch die Glocke aktivierst, dann bist du vollkommen ausgestattet und das wie gesagt ohne Kosten. Und an euch alle, ihr Lieben, ihr wisst, ich freue mich mega über den Daumen nach oben. Und ja, das ist, sage ich immer wieder, es ist für uns YouTuber, das ist unsere kleine Bezahlung hier, dass wir unsere Arbeit, unsere Berufung hier für euch ausleben, die doch ein bisschen Zeit auch in Anspruch nimmt, was wir aber natürlich auch gerne machen, sonst wären wir auch nicht hier. Na gut, ich würde sagen, jetzt überlegt noch mal kurz, aber keine Doktorarbeit draus machen, sondern ganz aus dem Bauch heraus entscheidet euch entweder für den ersten, zweiten, dritten Stapel, Stapel links, Mitte rechts. Und wenn du dich noch nicht entscheiden konntest, dann halt das Video kurz an, denn ich starte jetzt mit dem ersten Stapel und wir schauen ab heute, wenn du es heute direkt schaust, heute ist der Neumond im Zeichen des Wassermannes am 1.2. und wir schauen bis zum Vollmond im Zeichen des Löwen am 16.2. Da schauen wir uns die Liebesenergien an, was da so kommt. Wir starten mit dem Berg. Fängt ja mal gut an hier, ne, ihr Lieben. Gut. Aber das sind Blockaden, die da natürlich rausgehen dürfen. Oh, und wie schön ist das denn? Wir haben den Baum danach. Ja, perfekt. Perfekt. Ich weiß nicht, was noch vielleicht bei dir aufploppt in diesen zwei Wochen, was schon gerade bereits da ist. Aber auf jeden Fall dürfen diese Blockaden in puncto Liebe absolut jetzt rausgehen. Ne? Es kann sein, dass du irgendwas dich nochmal fesselt, triggert, wie auch immer, spiegelt in diesen zwei Wochen, wo du nochmal hinschauen darfst. Wir gucken ja gleich auch in die anderen Karten. Es kann gut sein, aber danach kannst du sagen, ne, tschüss. Ja,
ist immer so einfach alles ist, aber ihr wisst, wie ich das meine. Weil Wachstum hast du direkt danach. Und der Baum ist immer was ganz Beständiges, was Langsameres auch natürlich, ne? Also peu à peu Wachstum, aber es hat Bestand. Und was wollen wir nicht mehr als Bestand in der Liebe haben? Ich glaube, das ist schon das Größte, ne? Wenn wir wissen, dass wir kontinuierliches Wachstum dann in der lieben Liebe haben. Am liebsten auch natürlich mit einem Partner oder einer Partnerin. Und das ist sozusagen, ja, ich sage, der Baum ist auch so der Fels in der Brandung. Und auch wenn ich den Felsen oder den Berg daneben habe, sehe ich, dass das hier, was deine Themen so sind, du hast viel schon gearbeitet. Und manchmal holen uns trotzdem noch Gedanken oder wirklich auch nochmal Situationen ein, wo wir nochmal an die Vergangenheit erinnert werden, ne? Aber jetzt ist auch wichtig, das anzunehmen, dass jetzt in der lieben Liebe was kommen darf, ne? Dass was wachsen darf. Und vielleicht brauchst du auch ein bisschen mehr Zeit, um dich in einer Liebe wiederzufinden, sprich richtig fallen zu lassen. Vielleicht ist für dich genau richtig, dass du erstmal die Freundschaft annimmst und daraus darf dann Liebe entstehen, ne? Also so dieses peu à peu, wie der Baum halt auch wächst. Wichtig ist, und das ist die Überschrift und die Kernüberschrift, dass Wachstum da ist, ne? Und das ist, ich sag mal, das ist Hauptsache und das alles, was so das Alte, was einen blockiert hat, darf jetzt rausgehen. Wir schauen aber natürlich mal weiter in die Karten, was wir da haben. Oh, da haben wir Schurke. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Karte schon mal jemals hatte, aber wir werden sie gleich deuten. Und die zweite Karte, oh, die Selbstliebe. Auch wie schön. Das passt für mich auch so zu dem Baum. Der Baum ist ja auch so absolut, ne, so beständig, was ich vorhin schon sagte. Und er hat so viel Kraft. Und natürlich, wenn wir in der Selbstliebe sind, dann haben wir auch Kraft, ne, wenn wir Perspektiven haben, wenn wir Lichtblicke haben. Und ich kann mir vorstellen, ich meine jetzt gerade mit dem Berg da oben und wenn wir den Schurken hier rausziehen, heißt es für mich, dass in der Vergangenheit irgendwas nicht so gut gelaufen ist, ne? Vielleicht bist du auch betrogen worden, belogen worden oder hattest Dates, die halt nichts waren, ne? Und Schurke ist ja ein großer Begriff. Ne? Das muss ja auch nicht unbedingt jemand Schlechtes gewesen sein, sondern einfach, es passte halt nicht. Ne? Oder es war jemand, der Spielchen gespielt hat, oder die natürlich. Ne? Das kann natürlich Mann oder Frau sein, das münzt eher auf eure Situation immer um. Aber es kann gut sein, dass dich das natürlich auch dann gefangen hält, ne? Dass dich dann blockiert, wirklich in Wachstum auch einzugehen. Und vielleicht denkt man sich manchmal, ja, ich bin drüber hinweg, aber vielleicht bekommst du jetzt den Hinweis in diesen 2 Wochen nochmal, das nochmal anzusehen. Ne? Vielleicht haftet da noch was an dir, obwohl du eigentlich denkst, dass du da weg bist, da raus bist, ne? Von diesem Thema her. Und deswegen auch in Kombination finde ich total schön mit der Selbstliebe. Ne? Du kannst das Alte gehen lassen, weil Wachstum steht für dich bereit. Ne? Und kontinuierliches Wachstum und beständiger Wachstum. Und wirklich, ja, der Baum ist ja oftmals auch, ich traue mich das jetzt auch mal zu sagen, es ist auch ein Lebensbaum. Ne? Und wenn alles hier so stimmt und wenn du bei dir aufgeräumt hast, wenn du in der Liebe bist, dann kannst du auch im Außen lieben und dann kann natürlich auch was entstehen. Und es kann deswegen auch sein, was ich vorhin sagte, der Baum ist immer ein bisschen langsamer, dass vielleicht bei dir das wichtig ist, dass durch eine Freundschaft eine Liebe entsteht. Dass es wachsen darf, weil du hier in der Vergangenheit ja nicht so gute Erfahrungen gemacht hast oder irgendwas, was da halt wirklich dich immer wieder blockiert hat. Und manchmal sind das so Rattenschwänze, die wir von der Kindheit halt mit uns tragen. Oder das ist so, da können kleine Momente sein, die einfach uns so prägen. Und dann sind wir auch absolut nicht im Selbstbewusstsein, auch nicht in der Selbstliebe. Dann haben wir immer was an uns auch zu mäkeln. Und klar blockieren wir uns dann. Ne? Das ist dann auch ganz schnell, ist ein Date auch mal abgesagt, ne? Wenn wir uns dann nicht so wohl fühlen, weil wir einfach nicht akzeptieren können, dass in dem Moment vielleicht, keine Ahnung, die Haare nicht richtig sitzen oder doch jetzt auch nach Weihnachten, gut, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen, ist schon wieder ein Monat vergangen, ne? Aber es ist halt sogar im Endeffekt ja schon 1,5 Monate, ja fast, ein guter Monat ist vergangen. Aber kann sein, dass du einfach manchmal unzufrieden bist und einfach auch so, ja, hier mal mäkelst und da an dir rummäkelst. Und es ist so wichtig, sich da vielleicht auch diesen Lerneffekt auszusetzen, dass man sich mal vom Spiegel stellt und einfach auch mal wertschätzt und sagt, was gefällt an mir, ne? Was gefällt mir total gut an mir? Und das können natürlich auch Äußerlichkeiten sein, es können aber auch Charaktereigenschaften sein. Und so steuerst du auch immer mehr in die Selbstliebe. So bekommst du auch mehr Zuversicht für dich und auch Zugang zu dir. Und dann kann dieses Alter auch absolut gehen. Ne? Und der Baum bleibt dann halt. Und ich habe vorhin mich gewagt, Lebensbaum, das Wort in den Mund zu nehmen. Und ja, wenn du dann stark bist, kräftig auch wie ein Baum, ne? Du bist vielleicht jetzt noch ein kleines Pflanzerl. Und
Es möchte auch gehegt und gepflegt werden. Und klar, das ist auch eine Sache, das muss man dann kommunizieren, auch in der nächsten Partnerschaft, dass man Verletzungen hat. Wichtig ist immer nicht zurückzuschauen in dem Sinne, dass man sich alles oder dadurch alles ja, versucht zu rechtfertigen, ne? Oder auch Situationen damit rechtfertigt. Das nicht, weil wir gehen nach vorne und die Vergangenheit ist Vergangenheit und die können wir nicht immer auftischen als Entschuldigung. Ne? Irgendwann mal müssen wir uns selber in die eigene Nase packen und müssen wieder sagen, okay, das war eine Erfahrung, ich habe daraus gelernt oder es waren Themen, die sind einfach da, damit versuche ich jetzt umzugehen und ich möchte nach vorne schauen und ich liebe mich auch für diese Situation oder für diese Vergangenheit. Ne? Ich bin jetzt kräftig genug, ich möchte wie ein Baum auch wirklich fest mit beiden Beinen im Boden stehen und die Liebe auch so erfahren dürfen. Ja, wir schauen mal weiter, was wir noch weiter für Karten haben. Und schaut mal hier, was wir dann als Resultat wieder haben. Romantische Gefühle. Wow. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Das kommt dann alles ins Rollen hier. Ne? Wenn du den Berg erstmal... Ich sag ja mal, der Berg ist nicht dramatisch, ne? Den kann man erklimmen und den kann man auch bearbeiten. Und deswegen kann man auch einen Schurke oder einfach diese Assoziation mit dieser Karte, das können auch andere Themen sein, die kann man dann auch bearbeitet links liegen lassen. Und dann geht man peu à peu für sich auch in diese Wertschätzung, in diese Selbstliebe. Und dann kann man romantische Gefühle leben. Ich hole aber noch die Herzbotschaft mit dazu. Ich zeige sie euch erst und dann lese ich sie vor. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ist das nicht schön? Ja, und das ist so, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe so das Gefühl, es hängt noch was an dir, in dir, was einfach wirklich jetzt absolut gehen darf. Ne? Und vielleicht wurdest du auch in der Vergangenheit eher klein gemacht. Ne? Vielleicht warst du nie gut genug. Und das sind auch wieder Themen, die natürlich auch von der Kindheit her immer weitergetragen werden. Jetzt ist wirklich das A und O in diesen 2 Wochen. Sehe dich selbst als ganz tollen Menschen an. Ne? Arbeite an dir, arbeite mit dir. Ne? Nimm deine Stärken, deine Schönheit, alles, was für dich auch toll ist. Nimm das heraus und steigere das ein bisschen, indem du es wirklich dann auch dir sagst. Ne? Das ist toll und jenes ist toll. Und nicht immer alles nur, was nicht toll ist. Weil so lernst du, dich auch in die Selbstliebe zu begeben und so kannst du halt auch wachsen dadurch und das Selbstbewusstsein steigt danach. Und schau mal, wenn du das für dich jetzt wirklich so auch ein bisschen zu Herzen nimmst in diesen 2 Wochen, dann können die romantischen Gefühle wieder entstehen und mit dem Baum halt Wachstum entstehen. Auch wenn es auch für dich peu à peu am besten ist, das kommunizierst du dann. Aber deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Und vielleicht ist da auch schon jemand, ne? Und dann muss man nochmal tiefer dahinter schauen. Was macht es mit dir? Und ich finde es so schön, nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Und diese Karte heißt für mich nicht unbedingt immer, dass neue Liebe gleich jemand komplett Neues sein muss. Ne? Man kann auch eine neue Liebe leben mit einem Partner, Partnerin aus der Vergangenheit. Das entscheidest du letztendlich oder ihr beide dann auch, ne, wo du dich hinfühlst. Wichtig ist, dass du dich gut fühlst, dass du selbstbewusst sein tankst, dass du in der Selbstliebe bist. Ganz, ganz, ganz ultra wichtig, weil das strahlst du dann auch aus und das macht dich einfach auch stärker und lässt dich auch wachsen. Und das möchte auch der Baum dir absolut signalisieren, dass du absolut in der großen Wachstumsphase bist. Und vielleicht gibt es die eine oder andere kleine Tat noch, die noch zu erledigen ist, um dann diese romantischen Gefühle leben zu können. Und dann kann man auch sagen, okay, ich transformiere mich im Neuen, ne? Ich gehe nach vorne und das Alte ist das Alte, daraus habe ich gelernt und diese Blockaden möchte ich nicht mehr haben und auch nicht diese Themen und auch nicht diese Behandlung und wie auch immer, was dein Thema da ist, sondern ich bin stark genug, weil ich liebe mich auch selbst und kann somit auch Gefühle zulassen, annehmen, ne? Also zulassen wisst ihr, wie ich das mal sage, aber annehmen und dann kann ich bewusst wirklich auch das Alte und Alte ja, alte Themen, die mich wirklich blockieren und die mich hindern, die Liebe auch zu empfangen, kann ich dann loslassen. Stapel 1, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück dafür, ganz, ganz viel positive Arbeit. Wichtig ist immer, dass du dir da selbst vertraust, dass du halt für dich wächst und dass du stärker wirst für dich und dann kannst du im Außen das auch genauso auch rüberbringen und vermitteln und hast auch weniger Ängste, wenn du halt ja, stark bist, stärker bist, ne, in der Selbstliebe bist. So, dann schauen wir uns Stapel 2 an. Heute gucken wir natürlich auch ab heute, wenn du heute schaust. Heute ist der 1.2.
Heute ist der Neumond im Wassermann und wir schauen bis zum Vollmond im Löwen, der am 16.02.2022 ist. Wir schauen uns die allgemeinen Überschriften erstmal an. So, und da haben wir die Eulen und die zweite Karte, da haben wir den Park. Und der Park, der steht natürlich auch für Treffen und Begegnungen im Außen. Ne? Und das heißt für dich jetzt in den 2 Wochen, vielleicht haut dich jemand jetzt im Außen total um und ja, macht dich ein bisschen nervös, kirre, wie auch immer. Ne? Also die Eulen sprechen ja immer so ein bisschen ja, von den ersten auch Gefühlen, ne? Weil das noch eher so eine Oberfläche ist. Aber die sprechen auch für Stress manchmal und ja, wir gucken für die Liebe, Liebe in diesem Orakel. Deswegen kann es gut sein, dass hier dir irgendjemand begegnet oder du tatsächlich ein Treffen terminierst. Und das wird dann, ja, ich will nicht sagen, was ganz Großes, weil ich kenne die anderen Karten hier noch nicht, aber es wird auf jeden Fall etwas mit dir machen. Ne? Es wird in dir arbeiten. Ne? Du wirst auf jeden Fall vielleicht im Vorfeld nervös sein oder wie auch immer. Ne? Wenn das jetzt bewusst ein Treffen ist, kann aber auch gut sein, dass du wirklich jemanden begegnest, einfach wenn du spazieren gehst, wenn du draußen unterwegs bist und man lächelt sich zu. Das macht einen auch dann nervös. Ne? Kennt ihr so Situationen? Dass, ich finde das immer so manchmal so faszinierend, wenn man dann unterwegs ist und man fühlt sich selber wie Harry Hirsch, ne? Also sprich jetzt gar nicht so zurechtgemacht und alles. Und dann lächelt noch jemand einen an. Ne? Dann denke ich, dann weiß ich auch nicht. Dann denke ich manchmal, da müsste man jetzt irgendwo im Boden versinken. Oder dann habe ich sofort in dem Kopf, was ist jetzt hier und wie ist, keine Ahnung, meine Haare, meine Schminke etc. Dann durchläuft eine Stressphase einen. Ne? Und dabei ist das in dem Moment einfach ein nettes Lächeln. Und das ist einfach, ne, das ist einfach so eine Geste. Und ich finde, wir sollten viel öfter lächeln. Ne? Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz ist hier, kann sein, dass es wirklich, dass du ein Date hast, ne, was dich im Vorfeld ein bisschen ja, kirre macht, ein bisschen stressige Situation verursacht. Auf jeden Fall kommt da irgendwas aus dem Außen, wo du dann wahrscheinlich danach ein bisschen durcheinander bist. Ne? Aber wir schauen mal weiter, was wir für andere Karten haben. Hohoho, jetzt geht's aber los. Okay, gut. Was habe ich gerade gesagt? Das von außen jemand macht uns kirre. Erotik. Die gelbe Glückskarte. Und ihr wisst, die gelben Karten sind nicht oft in diesem Speziano-Kartendeck drin und wir haben 2 diesmal davon und entzücken. Also ich könnte jetzt dieses tolle Lied wieder singen, ne? Love is in the air, aber ich fange nicht an zu singen, weil ich habe schon mal gesagt, wenn ich das machen sollte irgendwann mal oder machen würde, dann guckt ihr nachher kein Orakel mehr. Und das möchte ich natürlich nicht riskieren. Ne? Das ist mir viel zu viel wert. Deswegen höre ich auf. Ich singe total gerne, aber ich kann es natürlich nicht. Ne? Ich bin immer froh, wenn ich dann alleine irgendwie tolle Musik mal höre und dann einfach singen darf. Ne? Im Auto singe ich manchmal auch. Da denke ich mir auch, wenn jemand neben mir fährt, der denkt sich auch, die hat sie nicht mehr, die Alte. Ne? Aber gut, so ist es nun mal. Ja, aber schaut mal hier wirklich. Also hier so Stresssituation. Also Stress meine ich mit positiv. Ne? Also so Glücksgefühle, auch wenn man im Außen ein Date hat oder eine Verabredung hat oder tatsächlich jemanden. Und das ist egal wo, ne? Das Außen ist das Außen. Es kann auch natürlich in einem Geschäft sein, aber es ist trotzdem das Außen, es ist nicht unser Privatmittelpunkt. Ne? Und dann knistert es und dann auch entzückend, also diese Freude halt auch einfach. Ne? Wahrscheinlich erstmal so Atemnot, Stress, ne? Und dann denkt man sich, oh, netter Mann, nette Frau, ne? Wie auch immer. Und ist man total entzückt. Und dann kann man sich natürlich, wenn man jemanden attraktiv findet, kann man sich natürlich auch ein bisschen mehr manchmal vorstellen. Ne? Wer weiß, vielleicht gibt es auch so eine Situation, ja, vielleicht jetzt in diesen Zeiten ist es, glaube ich, ein bisschen sehr schwierig oder beziehungsweise, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber vielleicht auch sehr unvernünftig, als wenn man jetzt jemanden sieht und dann sofort ne, irgendwas passiert. Ist schwierig, aber gut, da ist es, das entscheidet jeder für sich selber. Aber ich finde schön diese Kombination, weil es hier wirklich für mich ist hier ganz viel Knistern drin, hier sind ganz viel Schmetterlinge drin, hier ist ganz viel Freude, Sprühen, Funken, ne? Also alles Mögliche ist hier drin gerade, was ich so fühle. Und ja, wer weiß, wenn du schon jemanden hast, dann kannst du in so eine Phase gehen. Ne? Ich glaube, die oder der ein oder andere, wer sich das jetzt anhört und hat wirklich gerade jemand neu kennengelernt und trifft sich demnächst mit dieser Person, huiuiuiuiuiui. Ja, da sage ich euch dann aufpassen. Ne? Nein, nicht aufpassen. Ihr wisst, was ich meine, aber ne? In dieser Zeit, früher hätte man auch immer aufgepasst, früher meine ich, ne? Vor 2 Jahren, hätte man natürlich auch immer aufpassen sollen und immer gut abwägen sollen, ob man irgendein Abenteuer eingeht oder nicht. Aber in der heutigen Zeit muss man 3-mal hinschauen. Ne? Das wisst ihr aber auch.
Okay, wir schauen mal weiter, was uns da erwartet. Wow, also jetzt geht's los hier. Past-Life-Beziehung. Jetzt geht's los. Ihr habt euch schon früher gekannt. Und ich nehme die Herzbotschaft natürlich auch wieder mit dazu. Auf ewig. Und das noch mit der ersten Erotikkarte auch noch, ne? Auf ewig. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Ich finde das jetzt so krass, weil, ne, also ich sag mal so, in früheren Zeiten, in früheren nicht, ihr wisst, was für Zeiten ich meine, hat man immer so gesagt, naja gut, wenn man Karneval weggeht und feiert, ne, gerade so im Rheinland dann auch, dann daraus kann ja nie was entstehen, ne, wenn so Erotik knistern so da ist und vielleicht auch ein Abenteuer, ne, das münzt man ja auch so bei so Veranstaltungen, beziehungsweise bei so, ja, wie Karneval ja, sagt man ja schnell, dass da was passieren kann. Ne? Sagen wir einfach mal so dahingestellt. Und dann sagt man aber auch, und die Erfahrung hat auch in den meisten Fällen oder in den meisten Fällen, vielen Fällen, wie auch immer, hat es auch gezeigt, dass nach Karneval eine Kennenlernphase, vielleicht auch eine intensive Kennenlernphase an den Tagen, wenn man halt vielleicht mehrere Karnevalstage miteinander verbracht hat, dass das natürlich nicht für die Zukunft gewesen ist, ne? Oder nicht sein sollte, sondern es ist ein Spaß. Ne? Oftmals sind die Menschen auch liiert, leider Gottes. Und dann, naja, gut, das ist jetzt, ich will jetzt gerne Moralapostel jetzt hier spielen. Ich will euch nur dazu sagen, dass das ganz interessant ist, weil für mich ist meistens, ne, ist es ja, ist es für mich, es ist ja oft so, ne? Wenn man am Anfang direkt auf eine Schiene geht, dann, es heißt nicht, dass es niemals, dass daraus mehr werden kann, ne? Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach nicht so. Und jetzt kann ich trotzdem den guten Dreh wieder, diesen Anknüpfungspunkt wieder finden, weil ich kann euch sagen, dass ich zwei längere Beziehungen wirklich in meiner Vergangenheit hatte, die Karneval entstanden sind. Ne? Also das gibt es auch. Gut, man kann jetzt sagen, ja, bist aber jetzt nicht mehr mit denen zusammen. Gut, das ist so, aber ich war mehrere Jahre mit denen zusammen. Deswegen, ne, es ist so, es kann sich auch was entwickeln, an den Karnevalstagen und an Feiertagen. Es ist jetzt aber einfach nur für meine Assoziation hier direkt, wenn ich Erotik halt lese, Erotik stand da, ne? Genau, Erotik und Entzücken. Und dann sehe ich Past Life und dann auf ewig. Ne? Das wäre so eine Kombination, wo viele immer denken, okay, wenn man Spaß hat, dann das wird dann nie was ganz Festes oder so. Aber ich kann euch, wie gesagt, auch von zwei eigenen Beispielen da diesbezüglich sagen, dass das halt schon in die Richtung auch gehen kann, ne? Und wie schön ist das denn, ne? Dass du, hier ist viel Aufregung, hier ist viel Knistern, hier ist viel Leben drin, ne? Und hier ist wirklich viel, ja auch Anziehungspunkte, so Magnete sind da. Und dann schaut mal, Past-Life-Beziehung, ihr habt euch schon früher gekannt. Das heißt, wenn du dieser Person begegnest oder begegnet bist schon, dann ist hier viel Leichtigkeit, es ist viel Anziehungskraft und trotzdem ist es etwas, was auch hier auf ewig halten kann, ne? Also, und das ist auch etwas, wo so eine magische Anziehung nicht nur vielleicht von der Optik her, vom Körperlichen her, wie auch immer, oder gerade von einem tollen Gespräch her ist, sondern da ist halt ganz tief noch was, was euch da wirklich absolut zusammenhält, ne? So magnetisiert dann halt auch. Und ich finde das total schön, auf ewig diesen Spruch auch, ne? Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Ja, und wie schön ist das, wenn Liebe wachsen darf, ne? Und vielleicht ist das wirklich so bei dir gerade auch so ein Punkt, der kommen muss, definitiv, weil du das schon so lange nicht mehr erlebt hast. Du hast lange nicht mehr so ein Knistern erlebt. Du hast lange nicht mehr die Hoffnung gehabt, dass das ja was Endgültiges ist. Endgültigkeit ist natürlich immer groß gesagt, aber du hast vielleicht lange das nicht erlebt, dass es etwas, was ganz Festes wurde. Und, oder halt bist auch enttäuscht worden. Und jetzt darfst du wirklich ein Gefühl haben, was vielleicht dir wieder unbekannt erstmal erscheint, aber du bist dann schnell drin und du hast eine Anziehung und dann erkennst du noch, dass diese Person, oder bist schon auch in diesem Prozess drin, aber ansonsten erkennst du an dieser Person, dass sie ganz mit dir verbunden ist, dass man sich schon kannte und darauf kann man ja mega aufbauen, ne? Und ich finde, stell mir das mal gerade so vor, wenn man wirklich, wenn mal alles stimmt in der Beziehung, ist das doch perfekt, oder? Ich meine, es ist so, ich finde immer, man muss auch Abstriche machen, muss Kompromisse machen und wichtig ist, dass man trotzdem glücklich ist. Ne? Aber dass das jetzt alles immer 150%ig erfüllt ist, wie ich immer die 150% sage, auch wenn es die nicht gibt, das ist natürlich, die Realität ist nicht immer so. Ne? Und Friede, Freude, Eierkuchen jeden Tag zu leben, das geht auch nicht.
Ich sage auch immer ganz ehrlich, das ist auch wichtig, dass man sich mal auseinandersetzt, dass man mal seine Meinung gegenseitig sagt. Weil dann weiß auch jeder wieder den anderen auch nehmen zu können, ne? Und weiß auch, was einen glücklich macht. Wie schön ist das denn? Ist doch viel schöner, als wenn jemand zu allem Ja und Amen sagt, ne? Aber wenn man hier darauf aufbauen kann, dass man vielleicht erstmal total überwältigt ist und gar nicht, ne, weiß, wie einem geschieht, und dann wird da etwas, was wirklich total die Zukunft hat. Also mega Stapel 2. Dann schauen wir uns natürlich noch Stapel 3 an. Wir schauen auch ab heute, wenn du es heute am Dienstag, am 1.2.2022 siehst, da ist dann heute der Neumond im Wassermann und wir schauen bis zum 16.2.2022 bis zum Vollmond im Zeichen des Löwen. So, wir schauen uns die Überschriften natürlich auch an, wie immer natürlich. So, da haben wir den Reiter gezogen. Und die Störche. Ja, der Reiter ist immer so eine Aktivitätskarte, ne? Ist so eine Vorwärtskarte und es ist, jetzt kommt Bewegung rein. Ist aber auch immer so ein Appell an jeden, jetzt komm du auch mal, ne, in Bewegung. Geh vorwärts, ne? Vergangenheit, Vergangenheit, jetzt sind wir motiviert, nach vorne zu gehen. Weil dann kommt die Veränderung. Und ihr guckt das Liebesorakel jetzt hier in eurer speziellen Situation. Es kann gut sein, dass ihr schon jemanden kennt, jemanden datet. Es kann gut sein, dass ihr in einer schwierigen Situation seid, Konstellation seid. Und dann heißt natürlich Veränderung immer das oder die Veränderung, die ihr euch wünscht. Ne? Aber dazu sagt der Reiter auch ganz klar, es möchten positive Botschaften, Nachrichten auch kommen. Allerdings ist es auch wichtig, hier selber ein bisschen was auch zu tun. Ne? Also es ist so ein beidseitiges Spiel. Ne? Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, es kommt eine positive Botschaft, es kommt jetzt in den Fluss und ich warte mal ab, bis die Veränderung kommt. Aber meistens müssen wir noch ein bisschen selber was damit, nicht damit, sondern dabei tun. Ne? Und das ist auch so, für mich ist der Reiter auch immer so die Karte, dass wir auch ein bisschen in die Bewegung gehen, wenn wir was anderes wollen, wenn wir eine Veränderung wollen, ne? dann nützt es nicht, sich aufs Sofa zu setzen und nach oben zu schauen und zu warten, ne? Und sagen, ja, es sollte doch jetzt Veränderung kommen, es sollte doch jetzt Aktivitäten kommen, es sollte doch in Fluss kommen. Und der Reiter ist auch eine Aktivitätskarte in dem Sinne, dass man irgendwas macht, ne? Dass man irgendwas unternimmt und so. Kann auch sein, dass du in den 2 Wochen dir irgendwas vornimmst, irgendwo dabei bist und da verändert sich ganz vieles. Vielleicht ist irgendwie jemand da, den oder die du mit ganz anderen Augen siehst oder du bist selbst, merkst du bei dir die Veränderung, dass du einfach offener wirst, dass du vielleicht flirtest, ne? Dass du vielleicht Spaß wieder am Leben hast. Nicht, dass du vorher keinen Spaß hattest, aber vielleicht an so einer Flirtphase auch wieder. Ne? Das ist so, ja, ich sage immer so, es stärkt hier einen, motiviert hier einen auch, wenn man ja so einen Flirt auch erwidert bekommt. Ne? Und deswegen sei da ruhig auch so ein bisschen in dieser Laune, dass du auch was geben kannst. Ne? Und in manchen Orakeln, und das mache ich jetzt hier gerade auch mal wieder, sonst mache ich das nicht so, beim großen Blatt würde ich es niemals machen. Das heißt niemals, also niemals ist auch ein blödes Wort. Nein, aber normal mache ich das nicht. Ist der Reiter auch natürlich, doch, ich sage es, Entschuldigung, ich sage es schon mal, wenn ich euch beschreibe auch, ne, bei den großen Blattlegungen sage ich schon mal, wenn ich für die Singles jemanden beschreibe, den Herzmensch und der Reiter daneben ist, sage ich euch schon mal, ja, ich habe jetzt was Falsches gesagt, aber genau, also dann sage ich euch dann schon, dass es kann ein jung, dynamischer Mann oder eine jung, dynamische Frau sein, ne, sportlich, aktiv, attraktiv vor allen Dingen auch, ne, und das kann hier auch sein, ne, dass da jemand absolut, ja, ich will nicht sagen vorbeikommt, aber euch irgendwie begegnet. Und dann gibt es eine große Veränderung in eurem Leben. Ne? Groß kommt mir gerade, warum, weiß ich auch nicht. Ne? Also, ja, ich bin auch gut. Ne? Ich sage schon mal in dem großen Blatt wirklich, wenn ich den Singles, den Mann beschreibe, dass das halt ein jung dynamischer sein kann. Ne? Aber hier kann es auch ganz klar als die Personenkarte sein. Im großen Blatt beschreibe ich als Eigenschaften eines Mannes oder einer Frau. Und hier ist es für mich jetzt gerade aus, könnte aber auch die Person sein. Ne? Und die bringt dich dann in die Veränderung. Es bringt dich in andere, vielleicht andere Lebensmotivation auch, ne? Oder beflügelt dich auch in jeglicher Hinsicht oder animiert auch, dich wieder mehr auch was zu machen, zu unternehmen oder wie auch immer. Und dadurch kann dann vielleicht auch noch jemand anders kommen, wo du dich halt verliebst und ja, wo du vielleicht auch, ja, ich sag mal so allgemein wieder so für dich in den Fluss kommst, dass du Freude hast, ne? Das vielleicht war in den letzten Monaten, wie auch immer, war viel Stillstand und jetzt darfst du wieder aktiv werden, darfst was machen und natürlich alles, ja, was halt im Außen möglich ist, ne? Aber
das bringt für dich eine große Veränderung. Und vielleicht schaust du da auch noch mal hin, vielleicht gibt es so einen Punkt, wo du dir selber sagst, ja, da blockiere ich mich selber oder da ist klar, ne, wenn ich da nichts mache, dann kann ich auch nicht in die Veränderung kommen, dann kann ich auch nicht in eine Liebe kommen. Weil ich sage euch ganz ehrlich, und ich glaube, den einen oder anderen, den werde ich dabei auch ertappen. Ich habe auch meine Beratungen, das wirklich dann auch zugegeben wird, ja, ich mache aber eigentlich nicht wirklich viel dafür. Aber der größte Wunsch ist, in eine Liebe zu kommen, in eine Partnerschaft zu gehen. Ja, aber ihr Lieben, von nichts, also ich sage euch immer wieder, ich meine, der Postbote, der klingelt zwar, aber dass es der Postbote ist dann oder die Postbotin. Und gerade so noch, wer jetzt wirklich auf Frauen steht, eine Postbotin ist dann auch nochmal noch sehr rar gesät, ne? Und, aber das ist so unwahrscheinlich. Es kann alles passieren, definitiv, aber macht auch was dafür. Und versinkt da auch bitte nicht immer so in so Phasen, dass alles negativ ist, ne? Wichtig ist trotzdem, aus allem das Beste draus zu machen. Und auch wenn in der Weihnachtszeit in vielen Bundesländern keine Weihnachtsmärkte waren, ne? Ich habe das auch mal geschrieben, auch in den Kommentaren, dann fährt man vielleicht mal mit der Bahn oder mit dem Auto in ein Nachbarbundesland. Ne? Das kann man auch machen, wenn man das unbedingt möchte. Man kann es machen. Ne? Das war nicht so, dass wir eingesperrt waren, dass es nicht möglich war. Aber das sind Empfehlungen, die darf jeder entscheiden, wie er möchte. Und jeder ist auch für sich da selber verantwortlich. Ne? Aber man darf da nicht immer nur so griesgrämig sein und sagen, ja, ne, das gibt es bei uns nicht, Punkt. Ja, es gibt auch andere Alternativen. Man kann auch so rausgehen. Ne? Man kann sich auch einen heißen Punsch mitnehmen, sich irgendwo auf eine Bank setzen und Leute beobachten. Und da kann auch jemand, eine Frau oder ein Mann, vorbeikommen und einfach mal an so einem Punkt gehen, wo halt viele Leute vorbeigehen. Und dann kann man mal flirten, wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. So, jetzt bin ich wieder hier ein bisschen abgewandert. Aber das wollte ich damit nicht sagen. Auf jeden Fall ist hier Veränderung, wenn du auch ein bisschen aktiv bist. Aber es kann auch sein, und das sage ich jetzt auch nochmal, wenn jemand jemanden schon hat, es kann gut sein, dass ihr jetzt Nachrichten bekommt und die halt schnell auch, ne, und die sind positiv bei dem Reiter halt auch, die auch eine Veränderung bringen. Und dann sei es vielleicht auch bei Drittkonstellationen, tja, dass ihr mehr Chancen habt, in eine Zweierkonstellation zu gehen. Oder wenn irgendwie es schwierig war wegen weiten Entfernungen etc., ne, dass man vielleicht näher zieht, dass man einfach so ein positives Signal bekommt von dem oder derjenigen, wenn jemand da ist, dass jetzt mehr es in die Veränderung gehen kann. Und die Veränderung, habe ich ja vorhin schon am Anfang gesagt, ist ja so, wie ihr euch sie wünscht. Und das ist dann Schritt für Schritt geht es dann weiter. So, wir schauen aber jetzt erstmal die anderen Karten. Okay, was haben wir hier? Mangelnden Selbstwert. Okay, da müssen wir noch dran arbeiten, ne? Jetzt schauen wir uns mal direkt die zweite Karte hier an. Die Schönheit. Ja, und das ist jetzt eine super Kombination mal wieder hier. Und ihr wisst, ich gucke mir die Karten auch nicht an. Hier geht es darum, mangelnden Selbstwert. Wenn ich nicht in die Bewegung gehe, dann kann ich mich auch nicht stärken. Ne? Und vielleicht ist es hier auch so, dass ich mich auch gerade nicht so wirklich attraktiv finde oder was auch immer mal gerade so mir quer steht. Ne? Und jetzt bist du aufgefordert und deswegen kam es wahrscheinlich auch, weil der Reiter sagt oftmals auch, dass auch was zu uns kommt. Aber hier habe ich auch das Gefühl, dass wir hier auch was machen dürfen. Ne? Oder gerade wer den Stapel 3 gewählt hat, dass man ein bisschen in die Aktivität gehen kann. Und in Aktivität meine ich auch Arbeiten dran, mangelnder Selbstwert. In Bezug auf Schönheit. Schönheit ist ja immer relativ und Schönheit kann eine Charaktereigenschaft sein, das kann das Äußere sein, das können Empfindungen, Gefühle sein. Aber dass man daran arbeitet, dass das auch in die Veränderung gehen kann. Ne? Dass du auch vielleicht umgehen kannst mit positiven Nachrichten, vielleicht auch mit Kandidaten, Kandidatinnen, die Potenzial mitbringen. Ne? Dass man da auch wirklich bereit ist, in die Veränderung zu gehen, dass man das annimmt, weil man möchte Liebe leben. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da sich hier auch dann stärkt, ne? Und nicht verkriecht oder so, sondern wirklich dann sich auch zeigt. Und das ist auch mit Schönheit ja auch gemeint. Das ist eine Gnadenkarte, also sprich eine Karte auch, die dir ganz klar das auch signalisiert, du sollst in die Veränderung kommen, du sollst halt in die Aktivität wieder in den Fluss kommen, weil die Liebe ist vorgesehen. Aber mach dich hier auch nicht kleiner, ne? Kritisier dich nicht, sondern nimm dich an, wie du selbst bist und mach was dafür. Ich sage euch ja immer wieder, es ist immer so und ich glaube, dass das empfindet, ich will nicht sagen jeder, weil das ist wieder ein bisschen zu pauschal gesagt, aber die meisten, glaube ich, sind natürlich, ich bin auch jemand, der bequem ist und zu Hause gerne mal, ne, was Bequemes anhat.
Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich dann mich, was heißt fertig mache? Fertig machen heißt einfach eine normale Hose vielleicht anzuziehen, eine Jeans anzuziehen, einen Pulli anzuziehen, Sneaker anzuziehen, sich ein bisschen zu schminken, wie auch immer, dann fühle ich mich gleich viel schöner und viel, ja, was heißt wertvoller, ist falsch, weil das wäre wieder eine Kompensation vom Selbstbewusstseinmangel, ne? Und das ist dieser mangelnde Selbstwert. Es geht darum, dass man sich gut fühlt, ne? Und wenn ich mich gut fühle, kann ich im Außen lächeln und freue mich auch über ein Lächeln, was ich zurückbekomme. Und das ist hier, es möchte hier alles in die Veränderung kommen. Damit hast du auch das Signal. Also es gibt schon noch einiges vielleicht bei dir zu tun, dass du ein bisschen stärker wirst, ne? Dass du dich mehr selbst liebst, weil dann geht auch der Selbstwert wieder höher, ne? Also das ist so wirklich ein Ausgleich dann auch. Und das kannst du hier mit der Überschrift oder mit den Überschriftskarten mit den beiden dadurch auch erreichen, wenn du wieder aktiv bist, ne? Wenn du rausgehst, spazieren gehst, das, was dir Freude bereitet und das natürlich, was in der heutigen Zeit machbar ist, ne? Das ist immer, die Umstände müssen immer berücksichtigt werden, aber man kann auch mal, wenn man nicht so festgefahren ist, kann man auch mal über den Tellerrand gucken und eine andere Aktivität vielleicht mal für eine Zeit annehmen und sich dadurch nicht blockieren, nur weil vielleicht irgendetwas derzeit nicht möglich ist, ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Also für dich ist in den 2 Wochen eine absolute Veränderung in dir, im Innern angesagt. Ne? Und das ist so, hier möchte ganz viel in den Fluss kommen, hier möchte nochmal was angesehen werden. Und dann ist dann durch die Veränderung hast du diese Transformation auch. Und wir schauen mal jetzt in die Liebeskarten auch nochmal weiter hier. Und schaut mal, das ist das Resultat dann wieder mal. Die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Und passt das nicht auch zur Schönheit? Weil Anziehungskraft können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden. Aber ich nehme mal nochmal eben die Herzbotschaft dazu. Wow. Heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Seht ihr, was hier alles ins Rollen kommen möchte? Seht ihr das? Es möchte so viel Veränderung zu dir kommen, so viel positive Veränderung, dass du wirklich auch so dein Leben so lebst in der lieben Liebe, wie du es dir auch wünschst. Und da darf der mangelnde Selbstwert durch den Reiter auch, der darf jetzt in die andere Richtung abfließen und der positive Fluss bleibt, ne? Das positive Annehmen auch. Und das kompensiert auch noch mit der Schönheit, dass du da einen Veränderungsprozess, Transformationsprozess erlebst. Und dann hast du hier wirklich, wenn du schon jemanden hast, dann sage ich dir ganz ehrlich, ja, das ist schon sehr schön, die Bestätigung, ne? Die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Und es ist auch, vielleicht bist du auch schon in diesem Prozess drin, dass du dich anders wahrnimmst, ne? Dass du rausgehst wieder in dem Sinne, dass du halt am Leben teilnimmst, was vorher vielleicht nicht so war, dass du selber merkst, dass du gerne Aktivitäten machen möchtest, dass du gerne im Fluss bist, dass du gerne nach vorne schaust, dass du dahingehend super positiv auch bist. Und dann hast du hier auch nochmal heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Ne? Also diese... Also für mich ist wirklich, du wirst auf ein ja, Next Level, kann man sagen, in der nächsten Beziehung, wenn du diese Veränderungsprozesse auch eingegangen bist. Ne? Und für mich ist das ganz stark mit Transformation verbunden, weil diese Schönheitskarte, die zeigt für mich da in Bezug auch mit dem mangelnden Selbstwert, deutet ganz viel darauf hin, dass du schon viel, viel daran auch gemacht hast und dass du jetzt bereit bist, auch in die Veränderung zu gehen, bereit bist auch wieder vielleicht, weil in der Vergangenheit eine Liebe nicht so gewesen ist, wie du es dir gewünscht hast oder sie viel zu schnell zu Ende war oder wie auch immer, bist du jetzt in der Veränderung angekommen, dass du möchtest jetzt auch wieder die Liebe ganz aktiv leben, ne? Und dazu gehört natürlich auch eine innerliche Stärkung, eine innerliche Kraft und innerliches Wohlfühlen, ne? Ihr wisst, wie im Innen, so im Außen. Und dann kann hier auch in den 2 Wochen, ihr wisst, Zeit und Raum gibt es da oben nicht, deswegen ist das immer ein bisschen differenzierter auch anzusehen oder ein bisschen auch von der Zeitspanne ein bisschen nach hinten, nach vorne auch zu schieben. Aber wichtig ist doch, dass dieser Veränderungs-, dieser Transformationsprozess bei dir eingeleitet wird. Das wird auf jeden Fall so sein, wenn du es annimmst, wenn du es annehmen kannst, dich da halt auch wirklich in diese Positivität bringst, also sprich, ne, die Themen mit mangelnder Selbstwert, das transformierst in Stärke, in Schönheit, ne? In Schönheit, wie du oder wie du Schönheit oder für dich dann halt definierst, was für dich Punkte sind, wo du wirklich strahlen kannst, wo du sagst, ja, das ist auch, sind meine Qualitäten, sage ich jetzt mal, ne? Und die auch nach außen bringst. Und dann hier jemanden zu treffen oder jemand, der schon da ist, vielleicht auch diesen Menschen, habe ich ja vorhin auch gesagt, es kann ja sein, dass hier auch
nette Botschaften von jemandem kommen, Mann oder Frau, den nur die ihr schon kennt, und das auch eine Veränderung bringt. Ne? Weil ihr auf einmal da Nachrichten, Botschaften bekommt, die auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Und dann könnt ihr auch sagen, okay, die Chemie stimmt wirklich. Ne? Es besteht eine magnetische Anziehung. Und heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie einen Schatz, sagt für mich, dass diese Person, die entweder schon da ist oder kommen mag, was ganz Großes ist. Und diese Person euch auch so annimmt, wie ihr seid. Ne? Aber dazu gehört trotzdem das Wohlfühlen. Es bringt auch nichts, wenn eine Person, euer Gegenüber, euch natürlich auch wertschätzt, akzeptiert und liebt mit euren Macken und alles. Aber wenn ihr unzufrieden seid, dann wisst ihr auch, dann versprüht ihr auch keine gute Stimmung. Und das kann auf Dauer dann ja auch sehr anstrengend für einen Partner sein. Ne? Egal, ob er alles akzeptiert und so, aber irgendwo gibt es natürlich Grenzen. Und das wissen wir auch. Ne? Wir können Miesmutigkeit oder wir können Launen, können wir bis zu einer Grenze halt auch alles ab, ne? Je nachdem, wie stark wir sind. Aber irgendwann mal reicht es uns dann auch. Und irgendwann mal sagen wir, nee, bis hier und nicht weiter. Und das möchte ich für mich jetzt auch nicht mehr. Ne? Und das ist dann wichtig, ne? Dass man da wirklich auch diese Transformation lebt. Und dann kann hier was ganz Großes draus werden. Ne? Akzeptanz und dann hier heilige Vereinigung. Also Stapel 3. Also auf jeden Fall jetzt schauen, was noch im guten Gange bei dir ist und was noch ausgebaut werden darf, ne? Weil ich merke diesen Fluss und ich merke, dass das wirklich auch raus möchte. Ne? Es möchte in die Veränderung, es möchte die Liebe gelebt werden und das auf einer ganz anderen, höheren, wertschätzenden, auf Augenhöhe, respektvollen Art und Weise. Ne? Und das habt ihr dann hier auch mit dieser Person. Die Chemie stimmt, ist perfekt und auf immer und ewig. Oder wie heißt die Herzbotschaft nochmal? Hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Auf immer und ewig war ein anderer Stapel, deswegen habe ich gemischt. Aber trotzdem ist das jetzt hier eine heilige Vereinigung, finde ich schon, ist schon was ganz Großes. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein paar Botschaften mitnehmen dürfen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr euch auch die Themen mal anschaut, ne? Weil so kann es dann vorwärts gehen, so kann es weitergehen und ich gönne euch jedem Einzelnen von Herzen die ganz große Liebe, die beständige große Liebe, wo ihr einfach glücklich seid und ja, wo ihr einfach auch ankommt. Ne? In diesem Sinne, dicken Drücker und bis zum nächsten Orakel. Tschüss!